Susanne, hörst du mich? Was hast du gesagt, Pastor de Vries? Hörst du mich? Was? Jetzt nimm doch mal diesen Stöpsel aus dem Ohr. Na gut, schade. Jetzt kommt gerade mein Lieblingslied. Was sind denn das für Stöpsel, die du da im Ohr hast? Na, damit höre ich doch Musik. Das sind AirPods Pro. Die sind mit meinem iPhone 12 mit Bluetooth verbunden. Was für ein Pott? Und was für ein Ei? AirPods, Pastor de Vries, und iPhone. Kennst du sowas nicht? Nee, Susanne, sowas kenne ich nicht und sowas benutze ich ja auch gar nicht. Du weißt doch, all dieses moderne Zeug und was die jungen Menschen alle von diesem Internet immer reden, da kann ich ja so gar nichts mit anfangen. Ich glaub dir kein Wort, Pastor de Vries. Okay, Susanne, na gut, ich geb's zu, ich kenne das doch. Und nach den hohen Klickzahlen im Frühjahr arbeiten wir jetzt hier auch mit Produktplatzierungen, um die fehlenden Kollekteneinnahmen so ein bisschen auszugleichen. Aber nochmal zurück zu den Stöpseln, Susanne. Warum hast du denn solche und ich nicht? Na, ich hatte doch Geburtstag, Pastor de Vries. Ach du liebe Zeit, Susanne. Das habe ich ja völlig vergessen mit deinem Geburtstag. Tut mir leid, dass ich dich auch noch gar nicht gratuliert habe. Ich weiß nicht, habt ihr an Susannes Geburtstag gedacht? Wobei, wenn ich mir das so recht überlege, hat sie nicht im Sommer schon mal behauptet, sie hätte Geburtstag gehabt? Die hat irgendwie ständig Geburtstag. Naja, mal lieber auf Nummer sicher gehen. Soll ich dir noch ein Geburtstagslied vorsingen, Susanne? Happy Birthday vielleicht? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Susanne. Happy Birthday to you. Oh, danke, das war aber schön. Bitteschön. Aber jetzt will ich natürlich auch wissen, was du für Musik hörst. Ey, nein, das geht nicht. Wieso denn nicht? Weil mir das peinlich ist. Weil dir das peinlich ist? Das muss dir doch nicht peinlich sein, was du für Musik hörst. Es wird ja schon nicht Stefanie Hertel sein. Doch. Das ist die Stefanie, die höre ich doch so gerne. Oh, Entschuldigung, Susanne, so war das jetzt nicht gemeint. Und die Stefanie Hertel, die macht bestimmt ganz, ganz wunderbare Musik. Ich kann mir da gar kein Urteil bilden, weil ich höre das so selten. Hier, kannst mal hören. Ach, du musst auch gar nicht. Doch, hör mal. Okay, also gut, dann höre ich mal rein. Ich gebe dir das mal lieber wieder zurück, Susanne, hier. Nimm mal. Und, wie gefällt dir die Stefanie, Pastor de Vries? Also, naja, tja, ich sag mal so, ich freue mich, dass du ihre Musik magst. Also dann brauche ich dir ihre CD nicht zum Geburtstag schenken, Pastor de Vries. Du hast doch auch bald Geburtstag, oder? Ja, das stimmt. Geburtstag habe ich bald. Aber weißt du, vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein. Pastor de Vries hat mir nämlich gerade, als die Kamera noch aus war, gesagt, ich soll unbedingt erwähnen, dass er jetzt am Montag Geburtstag hat und dass er sich auch sehr über Geschenke freut. Ich soll das hier irgendwie unauffällig mit einfließen lassen, meinte er. Unauffällig, hatte ich gesagt, genau. So viele Geburtstage gerade im Dezember. Mein Geburtstag, dein Geburtstag und immerzu Geschenke. Ja, genau. Davon hat die Stefanie Hertel ja auch gesungen, von einem Geschenk des Himmels. Ja, damit müsstest du dich doch eigentlich auskennen, Pastor de Vries, mit Geschenken des Himmels. Du hast völlig recht. Aber weißt du was, ich will dich mal fragen, was glaubst du denn, was ein Geschenk des Himmels ist? Ein Geschenk von Gott vielleicht? Ja, genau, Susanne, das stimmt. Gott ist ja meistens die richtige Antwort, wenn du irgendwas fragst, oder Jesus? Ein Geschenk des Himmels, das ist eigentlich ein Geschenk von Gott, Susanne. Und weißt du noch was? Weihnachten, das ist eigentlich ein Geschenk von Gott an alle Menschen. Wieso ist Weihnachten ein Geschenk? Naja, weil Gott uns Jesus geschenkt hat. Weihnachten feiern wir ja, dass Jesus geboren ist. Ich hab's doch gesagt, Jesus kommt auch noch. Aber das weiß ich doch auch schon alles. Das haben die doch schon in der Kita alles erzählt. Ach ja, stimmt, Susanne. Ich habe ganz vergessen, dass du ja in eine kirchliche Kita gehst. Da kennst du dich ja wirklich bestens aus. Und weißt du was? Ich finde das so toll, dass Gott uns Jesus geschenkt hat. Etwas ganz, ganz Wertvolles, etwas Kostbares. Etwas, was mit Liebe geschenkt ist. Das sind ja eigentlich immer die schönsten Geschenke, oder? Und Gott hat doch seinen Jesus auch lieb. Ja, genau. So wie ein eigenes Kind. So lieb. Und uns hat Gott auch lieb. Deshalb gibt es Weihnachten. Und das alles weißt du nur von Stefanie Hertel. Stimmt's, Pastor de Vries? Nee, das steht auch schon in der Bibel. Also ist Weihnachten auch der Geburtstag von Jesus. Genau. Noch ein Geburtstag im Dezember. Ist so. Amen. Amen? Ja, Amen heißt ist so in einer anderen Sprache. Ach ja, stimmt, weiß ich ja eigentlich. Aber Susanne, du musst auch immer das letzte Wort haben, oder? Ja, genau.
Amen. Und frohe Weihnachten. Und Happy Birthday, lieber Jesus.